Streckenbegehung. So. Ich. Hä? Trampel nicht so. Trampel. Warten wir den nächste. Ja. Ganz schön schön. Hallo Nico. Na, hier hat Nico seinen Tag gescheut. Naja. Ich wäre ja gesprungen. Ah, ganz klar. Aber was soll's? Ganz sportlich. Jo. Oh. Naja. Du musst halt richtig abziehen, Wolfgang. Genau. Ich ziehe hier rum ab. und da. Da rum. Oh, da war auch was gebuddelt. Guck mal. Einem Hundchen da. Das ist natürlich ein krasses Teil, oder? Hä? Da hoch. Das ist ganz einfach. So hoch, dann machst du Rückwärtssalto. Und unten die Landung. Diesen Abschnitt sind wir nur durchgerollt. Für mich mit meinen 60 Jahren ist dann doch ein bisschen heftig. Das überlasse ich lieber den Jüngeren. Wenn der Nico hier vielleicht ein paar Mal da ist, dann macht er vielleicht das eine oder andere. Aber das ist eigentlich eine reine Jumpline. Für die, die es schon richtig gut können. Und das ist für mich, ist das nichts mehr. Weil man kann auch nichts großartig umfahren, wenn man es umfährt, dann macht es keinen Spaß, weil das einfach nur dran vorbeifahren und dann hat man eigentlich nichts von der Strecke. Das ist also wirklich was für die es ganz gut drauf haben. Und mit den Sprüngen, das ist nichts mehr für mich. Aber gut gebaut, sieht klasse aus und da gibt es bestimmt viele, die sich erfreuen, das Ding da richtig runterzuballen. Okay.